Wir sind auf der höchsten Höhe, die es gibt, Leute. Und machen ein TNT-Boost. Ja Leute, was geht ab? Euer Beats heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute gehen wir mal aufs Ganze. Wir versuchen uns so hoch zu boosten, wie es überhaupt nur geht in Skywars. Dazu müssen wir natürlich erstmal ganz, ganz klassisch überhaupt mal in Skywars reingehen. Wir nehmen uns einfach eine schnieke Map und ich wollte ein Kit auswählen. Scheiße. Next Try, haben wir jetzt ein bisschen Zeit? Alles klar, dankeschön. Wir nehmen nämlich das Kit Creeper. Dort haben wir 16 TNT drinne und es ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend, weil ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich gehe jetzt einfach mal aufs Ganze und versuche es einfach mal live in dem Video. Ich weiß auch noch nicht, wie hoch man sich überhaupt in Skywars bauen kann. Ich denke mal, da gibt es irgendwie nach paar Blöcken, nach paar vielen Blöcken, eine bestimmte Pause, sag ich mal, wo man sich dann nicht mehr weiter hochbauen kann. Wir gucken einfach mal, wie hoch das Ganze ist und werden dann einfach mal sehen. Wir haben schon mal viele Blöcke, das ist sehr, sehr nice. Jetzt brauchen wir nur noch TNT noch ein bisschen. Das ist schade, das haben wir jetzt nämlich nicht gefunden. Denn, wenn wir ganz oben angelangt sind, machen wir noch einen MLG mit TNT. Das heißt, wir boosten uns noch höher mit TNT. Und ja, wir werden dann letztendlich mal sehen, wie hoch man dann letztendlich dann wirklich ist. Ich habe es wirklich noch nie ausprobiert. Ich habe es aber auch noch nie auf YouTube gesehen. Ich bin da wirklich noch sehr, sehr, nichts ahnend, sage ich mal. Also, ich habe es wirklich noch nie gesehen. Falls schon jemand gemacht hat, dann JJ. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Und ja, wir porten es einfach mal direkt hier rüber. Ich will jetzt einfach nur schnell den Kill hier bekommen, beziehungsweise seine Sachen bekommen, was gar nicht so einfach wird, wenn er, oh fuck, so guten Stuff hat. Fuck, man! Da porten wir uns auch genau zu dem, der die übelste OP-Rüstung hat. Okay, egal. Jetzt wird es hoffentlich klappen. Wir haben wieder sehr, sehr viele Blöcke. Das ist nice. Wenn jetzt hier noch TNT drin wäre. Ja, aber uns fehlt ein TNT. Wir brauchen noch ein weiteres TNT. 20 Stück insgesamt. Wenn wir den töten, haben wir eventuell, Moment, seine Blöcke noch und der ist down, wunderbar. Und er hatte kein TNT, Mann, das gibt es doch nicht. Aber er hatte das Tank-Kit und da können wir dann natürlich ganz, ganz gemütlich mal ein paar Dia-Sachen von snacken. Okay, gut, dann sind wir jetzt schon mal gut ausgerüstet und jetzt kommt schon der nächste zu... Oh, und... What the fuck? Aber da machst du nichts. Aber das sah lustig aus. Wir haben aber auch so Pech, ne? Ich will mal TNT finden, da findet man einfach nichts. Jawohl, wir haben TNT und jetzt beginnt das Ganze, Leute, jetzt beginnt das Ganze. Wir bauen uns einfach nur hoch und ich hoffe, uns wird jetzt gleich keiner hier runter schmeißen, schießen oder mit der Angel wegboosten. Ja, ich glaube, mehr als 296 sollte eigentlich nicht gehen, oder? Das wäre ja ein bisschen komisch. Wir sind jetzt schon über den Wolken. Okay, Leute, wir sind jetzt bei genau Höhe 200. Es geht weiter, Leute, wir haben noch genug Blöcke. Ich weiß wirklich nicht, wie hoch es geht. Guck mal, wie weit oben wir schon sind. Die Map ist ja so weit weg. Alter, wie hoch wir sind. Gibt's da kein Ende? Es geht einfach immer weiter. So, wir brauchen hier Druckplatten und dann brauchen wir generell noch ein paar Blöcke. Ich baue mich jetzt einfach so hoch. Wir sind jetzt bei Höhe 251. Vielleicht können wir das gleich noch ein bisschen aufholen. Aber ich brauche jetzt noch ein paar Blöcke, um das Ganze auch, ja, letztendlich dann zu verwirklichen, sage ich mal. Okay, Leute, ich habe verkackt. Wir haben uns zu wenig Blöcke gesaved. Das ist natürlich sehr, sehr schade jetzt. Wir bräuchten ein bisschen mehr Blöcke. Okay, dann müsste ich das beim nächsten Mal ein bisschen besser machen. Da mache ich jetzt einfach mal so YOLO und juckt mich nicht. Bam! Bam! Okay, kommen wir in die Mitte, kommen wir in die Mitte, kommen wir in die Mitte. Scheiße! Bisschen verplant das Ganze. Wir brauchen mehr Blöcke, beziehungsweise wir müssen uns einfach ein bisschen mehr Blöcke safen ganz oben. Das hätte ich natürlich vorher mal zählen sollen, aber ich meine, Learning by Doing ist natürlich auch eine ganz, ganz coole Sache. So Leute, wir haben jetzt gerade genug TNT, aber noch viel zu wenig Blöcke. Das heißt, wir bauen uns jetzt am besten irgendwo rüber, wo ein Gegner Blöcke hat oder so. Das wäre natürlich mal optimal. Okay, der hat uns gesehen. Nein! Ihr könnt mir übrigens auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es besser findet, dass ich irgendwie instant auf Anschlag das Ganze schaffe oder so. Aber ich finde, dann wäre es ein bisschen, ja, die Spannung wäre dann so raus, weil dann klappt alles direkt und dann kann man das Video im Prinzip schon abschalten. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen finde ich persönlich Learning so bei Doing, wie wir es jetzt die ganze Zeit gemacht haben, auch nicht so schlecht, dass wir einfach auch Fail-Versuche mit reinbringen. Ich meine, das ist ja auch nicht gerade unlustig, ne? Da kommen auch ein paar lustige Szenen dann dazu und ja, ihr könnt mir dann einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr persönlich so besser findet. Geht da rein. So, jawohl. Und jetzt bitte stirb. Jawohl, jawohl, jawohl. So, vielleicht ist ja hier noch was in den Kisten. Ja, bessere Rüstung. Aber leider keine Blöcke. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. Da hat einer TNT-MLG in die Mitte gemacht, aber es hat nicht geklappt. Er ist gestorben. Ach so, Mann. Moment, Moment. Er ist gestorben. Das heißt, seine Sachen müssten ja im Prinzip hier liegen. Ich weiß nicht wo. Ja, seine Sachen liegen hier. Okay, nice. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben jetzt genug Blöcke. Und ob es wirklich genug Blöcke sind, werden wir jetzt sehen. Indem wir gucken, was passiert, wenn wir uns jetzt einfach straight hochbauen. Inzwischen. Irgendwas in 200 Blöcken schreit. Ich habe hier gerade ein bisschen Smalltalk mit dem gehabt. Okay, wir sind jetzt bei 256 Blöcke. Das ist das Höchste, was geht. Und jetzt bauen wir uns hier eine kurze
und Schnieke Plattform. Moment, wir müssen eventuell doch noch mal ein bisschen runter, zwei, drei Blöcke, weil man auch ein paar Blöcke gleich hochbauen muss. Ich zeige euch jetzt das Ganze. Ich habe ein bisschen geguckt. Ich wollte natürlich den höchsten TNT-Boost finden, den man überhaupt haben kann. Und ich habe geguckt so und dann haben zufällig gestern, weil ich habe genau danach gesucht und haben zufällig gestern die Buddies so eine Challenge hochgeladen und da habe ich dann eine coole TNT-Boost-Plattform bei denen gesehen. Und die ging irgendwie so, zack, zack. Dann hier zwei hoch, 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 hier zwei hoch. Und dann legen wir hier ein paar, ja, Holzblöcke hin und dann machen wir uns noch ein paar Druckplatten. So, Leute, jetzt geht's ab. Wir sind auf der höchsten Stufe, die es geht. Und jetzt werden wir es nochmal so hoch boosten, wie es geht. Und ich bin richtig, richtig gespannt. Habe ich einen Wassereimer? Ja, das ist ein bisschen einfacher mit dem Wassereimer. So, Leute, ich bin mega gespannt. So, ihr werdet jetzt den höchsten TNT-Boost der Welt sehen. Bam, Leute, 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 was geht ab? Und bam, Alter, man sieht nichts. Man sieht nichts. Man sieht nichts, außer den Gegner da irgendwo unten. Und wir boosten jetzt direkt zu ihm runter. Und ja, ja, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, First Try geschafft. Die Challenge, wir waren so hoch. Alter, wie viele Sekunden wir geflogen sind. Das ist ja mega nice. Und jetzt hat er sich hochgebaut. Okay, jetzt bin ich bereit zu kämpfen, mein Freund. Jetzt bin ich bereit. Stirb. Oh, fuck. Alter, wenn wir jetzt die Runde noch gewinnen würden, ne? Einfach ohne einen Kill. Oh, wir haben ihm die Combo gegeben. Wir haben ihm die Combo. Oh, er hat sich geheilt. Er hat sich geheilt. Ist er hier irgendwo unten? Da ist er, da ist er, da ist er. Okay, und jetzt geht's übers Ganze. Oh nein, er hat mich. Nein. Alle guten Dinge sind zwei, Leute. Der Sprung in die Mitte. Es wird... Alle guten Dinge sind drei, meinte ich. Mann! Alle guten Dinge sind vier. Ich weiß es ja nicht. Nein, er hat ein halbes Herz gehabt. Alle guten Dinge sind fünf. Da bin ich mir jetzt sehr, sehr sicher. Aber eventuell bekommen wir ihn auch so... Ja klar, bekommen wir ihn ohne Schwert. Okay, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Und den können wir uns jetzt holen. Komm, komm, bitte stirb. Ja, er ist down und er hatte ganz, ganz guten Stuff auf jeden Fall. Er hatte gute Rüstung und er hatte auch ein paar Blöcke, das ist sehr, sehr nice. Oh, da war ja noch was drin. Nice. Ist das Startkommando freigegeben? Startkommando freigegeben. Okay, wir haben die Erlaubnis bekommen, uns jetzt hochzubauen. Okay, ich würde sagen, das reicht. Wir dürfen uns noch vier Blöcke hochbauen. Ich will natürlich da nicht zu hoch Risiko eingehen. Ich baue jetzt nur noch das hier rum. Und dann bauen wir uns wieder unsere kleine Plattform. Jetzt sind wir sogar so hoch. Jetzt können wir noch sehen, was da unten geschieht. Diesmal, weil die Map Sonic ein bisschen höher ist als andere Maps. Und Leute, ihr seht, Moment, das kann ich euch kurz zeigen. Wir können uns keinen Block mehr hochbauen. Wir sind auf der höchsten Höhe, die es gibt, Leute. Und machen einen TNT-Boost. Und jetzt ist es wieder soweit, Leute. Die Zeit ist gekommen. Die Menschheit will einen TNT-Boost sehen. Und die Menschheit bekommt ihren TNT-Boost genau da in die Mitte auf den Sonic, damit wir den töten können, Leute. So, es geht los. Bam! Und. Ja! Wir sehen wieder nichts. Alter, wie hoch wir sind. Und wir fliegen wieder weiter und weiter und weiter. Und wir landen auf dem Sonic. Wir landen auf dem Sonic. Ja! Water Energy hat geklappt. Und jetzt können wir uns den töten. Uns töten, uns holen, meinte ich. Ja, er ist down. Water Energy hier runter. Jawohl, hat auch geklappt. Und jetzt ist der nächste Gegner dran. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er denkt, ich mache Water Energy. Aber ich mache das ein bisschen schneller. Ich mache das ein bisschen schneller, so damit er nicht damit rechnet. Genauso, genauso und genauso ist er jetzt da. Wir können ja auch einfach zu ihm hoch. YOLO, Leute, wir machen es jetzt einfach mal. Okay, Leute, die Taktik ist bereit, um ausgeführt zu werden. Scheiße, das Ding lag da oben. Jetzt haben wir nicht alles gezündet. Das ist natürlich sehr, sehr doof gelaufen. Aber wir haben es geschafft, hier hochzukommen. Er baut sich jetzt höher und höher. Das ist aber kein Problem. Moment, Moment, Moment. Wie viele Blöcke hat er noch? Das ist die Frage. Wie viele Blöcke hat der oder die noch? Ja, ja, okay, er hat sich getraut. Oh, fuck. Ja, 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 wir haben ihn. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, und der letzte Gegner ist da drüben. Der schält da, der schält da so hilflos sein Leben. Leider haben wir keine Enderperle. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal kurz zu ihm rüberlaufen. Er fragt schon, wo bist du? Ich komme schon, mein Freund. So, Leute, ich weiß nicht, ob das klappen wird. Aber irgendwo da hinten ist er und ich zünde mal jetzt einfach das TNT. Und wir werden es dann ja sehen. Und hepp. Ja, es hat geklappt. Genau das wollte ich. Ich brauchte jetzt keinen Riesenboost. Das war nur ein kleiner Boost, den ich hier brauchte, um rüberzukommen, damit ich nicht langweilig mich hier rüberbauen muss. So, zack. Und da ist der Gegner. Der checkt gar nicht, dass wir da sind, Alter. Okay, nice. Da ist er down. JJ.
Leute, schreibt mir weitere Challenges und geile Sachen, die man in Skyhouse machen kann. Lieben gerne in die Kommentare. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Ciao, euer Beats.